Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wie wir jetzt diesen armen Kerl da helfen können. Der ist sofort hin. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß gerade echt nicht, der stirbt mir die ganze Zeit jetzt weg. Ich kann den jetzt weder heilen noch sonst irgendwas. Ich kann ihn jetzt auch nicht gefangen nehmen oder so. Und Damage mache ich auch keinen. Versuch's doch. Na komm her, du Bastard. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ich hab grad echt keine Ahnung. Vielleicht soll ich mich von hinten anschleichen. Vielleicht... Na, das haut überhaupt nicht hin. Das ist echt komisch. Wie kann man dem helfen? Ich habe echt gedacht, wenn jetzt da den anvisiert, dass das hinhaut, dass der Geralt jetzt keinen Damage kriegt. Ich muss mich so von weiter weg anfangen. Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Ich muss mich so wahrscheinlich besser anschleichen und dann aus sicherer Entfernung das Ganze starten probieren. Keine Ahnung. Das ist übel. Ray, du darfst auch mal. Hallo. Der ist irgendwie... Keine Ahnung. Vielleicht braucht er mal ein Steam, dass er in die Gänge kommt. Zack. 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 Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, was sonst verrecke ich noch. Das haben wir jetzt nämlich eh noch. Ja, sie werde ich verrecken. Das kriege ich, das sehe ich schon. Weil ich werde verrecken. Wo ist denn dieses Mistviech? Hat es jetzt umgehauen? Ja. Hat er. Ein bisschen mehr Grün würde der Wüste gut stehen. Aber wo ist vielleicht es jetzt verreckt? Die Läuse dann auf die Blätter über, anstatt einigen auf den Sack zu gehen. Ja. Jetzt finde ich das Viech nicht an. Ach, komm. Wo ist es denn jetzt eingegangen? Ach, leg mich am Vogel. Echt unglaublich. So. Erstmal noch schnell was. So, dann probiere ich von der Seite irgendwie dahin zu kommen. So, ne? Dann nochmal das Ganze. Ray, du musst hier warten. Bleib hier stehen. Natürlich. So. Dann nochmal speichern. Ich habe nämlich zuerst vergessen, Ray, da, ne? Ich will dem jetzt helfen, aber ich habe keine Ahnung wie. Dass dieser Geralt so wenig aushält, ist auch ein bisschen... komisch. Ich töte dich, du verdammtes Schwein. Ach ja? Versuch's doch. Dann komm her, du Bastard. Jetzt gibt's auf die... Komm, hau drauf, Geralt. Alter, wie geht das? Wieso? Muss er sterben? Kann man ihn vielleicht gar nicht retten? Das ist ja auch sowas. Vielleicht kann man ihn gar nicht retten. Ich töte dich, du verdammtes Schwein. Ach ja? Waffe weg. Ah, jetzt geht er wenigstens auf mich. Wenn ich jetzt viel Glück hab. Jetzt komm, Waffe jetzt hauen weg. Das war's. Noch eine Warnung gibt's nicht. Hallo? Herr Geralt, Ranger wartet auf seinen Bericht. Ragnar wartet auf seinen Bericht. Ranger, ja. Dann kümmere dich darum. Du hast ja gesehen, was hier vorgefallen ist. Ohne neue Männer wird hier alles verdorben. Okay. Das haben wir mal. Vielleicht soll ich mich kurz mal aus dem Staub machen. Ich hätte jetzt sollen zu Ray laufen. So blöd.
Schnell mal was saufen. Aber vielleicht habe ich sogar jetzt unbewusst. Bastard. Jetzt gibt's auf die Fresse. Komm, Energie. Komm schon, du scheiß Energie, echt. Alter. Jetzt hat er schon seit dem umgebracht. Komm schon, Geralt. Jawoll. Kluge Entscheidung. Puh. Sehr gut. Schnell speichern. Ganz, ganz schnell speichern. Ganz, ganz schnell speichern. Oh. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass wir es hinkriegen. Ich war jetzt ganz leise, Entschuldigung. Außer das bisschen fluchen vielleicht. Ah, weh, oh weh. So, komm mit, Ray. Mitkommen. Geht klar. Puh, alter Schwede. So. Also nochmal. Dieses Ungeziefer hat so eine Lektion gelernt. Meine Axt hat reiche Ernte gehalten. Also komm mir nicht in die Quere, wenn du leben willst. Was ist dir vorgefallen? Na was wohl? Die Ratten des Dukes sind hier aufgekreuzt. Haben das Maul zu voll genommen und küssen jetzt den Staub. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, das Gesocks hat es geschafft, unser Weltenherz ernsthaft zu beschädigen. Oh oh. Aber sie haben mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen. Was hast du vor? Brauchst du noch was? Was hast du vor? Was hast du nun vor? Ich muss die Stellung halten. Der Schaden ist groß, aber vielleicht kann noch etwas gerettet werden. Mit den richtigen Mitteln könnten unsere Setzer das Schlimmste ungeschehen machen. Bis es soweit ist, muss ich weitere Angriffe der Outlaws um jeden Preis unterbinden. Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass sie sich so dagegen wehren, dass wir diese Wüste wieder bewohnbar machen. Brauchst du noch was? Brauchst du noch etwas? Fürs Erste ist hier erst einmal Ruhe. Aber wenn der nächste Angriff kommt, bin ich besser gut ausgeruht. Darum brauche ich genügend Zeug, um die Wunden zu versorgen. Will mir keine Infektion holen. Na klar, dann bist erledigt. Ich besorge dir was für deine Wunden. Ich besorge dir etwas für deine Wunden. Gut. 5 kleine Heiltränke sollten ausreichen. Verflixt, dann habe ich noch ein wenig in Reserve, wenn es hart auf hart kommt. Hm. Habe ich hier noch? 2 Stück habe ich, glaube ich, noch. Haha, gut. Schau mal, kleiner Heiltrank. Vielleicht kann ich welche kaufen. So. Okay, da liegt nichts. Setzer, na toll. Eine Axt? Schau. Eine Axt? Schau mal, ob wir die führen dürfen und können. Natürlich nicht. Da fehlt uns ja wieder ein bisschen was. Stärke fehlt uns ein bisschen und Konstitution fehlt ein bisschen. Aber haben wir welche Punkte übrig? Nee. Kannst du vergessen. Noch nicht. Mist. Wird schon werden. Gut. Das zudem. Wenigstens haben wir schon mal eine Axt. Kann sich nur noch um Monate handeln, bis wir sie führen können. Na, so schlimm wird schon sein. Okay. Ich wollte mich hier ein bisschen umschauen. Ob wir noch was finden, das wir mitnehmen können. Ansonsten müssen wir Bericht erstatten gehen. Da, 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 da. Mana. Okay. Ja, Heiltränke finde ich hier definitiv nicht. Das ist mir schon klar. Ich wollte nur ein paar Sachen mitnehmen, vielleicht. So. Aber wir müssen sowieso Bericht erstatten gehen. Also würde ich sagen, wir brauchen hier einen Teleporter. Haben wir den schon? Gibt es den überhaupt einen? Also sind wir in der Nähe von dem da. Einfach hinlaufen, das passt eigentlich schon.
Dann würde ich sagen, wir gehen Ragnar Berichter starten, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Können wir da ein bisschen weitermachen, nämlich bei der Quest. Ja, ja. Vielleicht haben wir ja Glück, wir kriegen ganz viele Erfahrungspunkte. Und vielleicht reicht es dann ja... Als ich das letzte Mal hier war, da habe ich eine gute Waffe in dem Haus da gefunden. Danach musste ich leider fliehen. Du hast die gestohlen? Na, Ragnars Waffe kann er nicht gestohlen haben, oder? Das sollen wir ja machen. Egal. Machen wir jetzt mal eins nach dem anderen. Hallo. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Jo. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich bin im Fort gewesen. Ich bin im Fort gewesen. Dann raus damit, was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Oh, was meine Unterstützung angeht... Na, ist noch zu früh. Ich bringe Neuigkeiten aus dem Außengebiet. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Der Außenposten in Tavar wurde von den Outlaws attackiert. Der Außenposten in Tavar wurde von den Outlaws attackiert. Diese verfluchten Maden, wie können sie es wagen? Nimm's mir nicht persönlich, aber der Großteil von ihnen ist weniger wert als Dreck. Wie steht es um unser Weltenherz? Zerstört. Und unsere Männer? Garald hält die Stellung. Gut, es hätte mich auch gewundert, wenn er diesem Abschaum nicht die Stirn geboten hätte. Ich werde sofort ein paar Männer entsenden. Wir müssen retten, was noch zu retten ist. Egal, welche Horden der Duke aufbringt, er wird uns nicht aufhalten. Dafür, dass ich nun Bescheid weiß, hast du dir ein paar Splitter verdient. Du kannst sie sicher gut gebrauchen, um deine Vorräte wieder aufzustocken. Das waren alle Lageberichte. Ja, und auch wenn die Schwierigkeiten offensichtlich sind, halte ich an unserem Vorhaben fest. Auf kurz oder lang werden wir dieser Welt ein neues Gesicht geben. Sie wird sich unserer Stärke beugen oder untergehen. Na schön. Beenden wir das mal. Unterstützung traue ich mir jetzt noch nicht. Ich habe echt Angst, dass er uns aufnimmt, weil ich möchte noch vorher gerne die anderen Lager besuchen und noch ein bisschen questen, was ich euch eh schon erzählt habe. So, wir brauchen tatsächlich Vorräte. Und ihr merkt schon, ich habe schon wieder vergessen, wo wir was herkriegen. Wo war dieser Heiler? Persönlichkeitslehrer, Oran, Handwerkslehrer, Waffenlehrer, Schmied. Konnte man bei der Sinder nicht Sachen kaufen? Also kaufen schon, also Heiltränke jetzt speziell. Wir müssen ja welche dem guten Geralt geben. Das ist echt ärgerlich, dass ich so viel weggesoffen habe. Heureka! Aha, da lädt's wieder. Man merkt schon am Ton, das kommt wieder dann später. Lalala. So, ich muss auch wieder los. Ich habe vergessen, in welchem hast Haus... Hast du Stormson gesehen? Sag, dass du ihn gesehen hast. Kann schon sein. Hat er dir zufällig gesagt, wohin er aufgebrochen ist? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Ach, so ein Ärger. Dabei hatte ich gehofft, dass du mir weiterhelfen kannst. Hast du dich in der Taverne umgesehen? Das war nicht nötig, dort ist er nicht. Also nicht mehr. Ein paar Kerle haben ihn dort aufgegriffen. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, waren das gewiss keine Freunde von ihm. Oh, Akira. Mhm. Was waren das für Kerle? Wann ist er... Dann ist er erledigt. Besser, du vergisst ihn. Boah, wie gemein. Na, was waren das für Kerle? Was waren das für Kerle? Alle Aussagen sind recht vage. Niemand konnte mir etwas Genaues sagen. Konnten sie nicht oder wollten sie nicht? Du meinst, sie verschweigen es mir mit Absicht? Exakt. Das würde bedeuten, dass Angrim dahinter steckt. Das verschlimmert die Angelegenheit. Ich werde Stormson ausfindig machen. Warum will Angrim Stormson beseitigen? Das fragen wir uns erst. Warum will Angrim Stormson beseitigen? Er hat sich offen gegen das Gesetz gestellt und hat sich auf die falschen Leute eingelassen. Jemand hat ihn verraten? Ja,
Angrims Spitzel, die Angehörigen des Eisenclans, sitzen überall. Aber der arme Teufel konnte seine Klappe ja nicht halten. Sieht ganz so aus. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Ich werde Stormson ausfindig machen. Denkst du, du kannst Angrim zum Reden bringen? Das werde ich. Verlass dich drauf. Sei aber vorsichtig. Er ist nicht zimperlich. Du siehst ja, was passieren kann. Ich komme klar. Jo, ich wollte eigentlich nur schauen, ob ihm die besagte Sinta jetzt da irgendwo ist. Ich habe vergessen, wo ihr Haus war. Aber hier war, glaube ich, auch ein Heiler die daheim, oder? Ich war ja. Lass dir nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Na, will ja nicht, aber ich brauche einen Heiler. Ich brauche Tränke. Ich glaube, ich bin da sowieso falsch. Das war, glaube ich, noch ein Stück weiter unten, oder? Ich bin doof. Ich war schon lange nicht mehr da und habe schon wieder alles vergessen. Ich weiß nur, da ist halt die Taverne, ne? Irgendwo. Da, glaube ich, ne? Na, nix Taverne. Nix Taverne. Das war, glaube ich, jetzt das Haus von diesem... Genau, von diesem Jora, genau. Von dem Deppen, genau. Von dem Deppen. Und hier sind wir jetzt einfach nur... Ach Gottchen, ist das wieder doof. Aber da drüben ist was Grünes. Ich brauche eh nur die grünen Punkte. Vor allem, warum mache ich das nicht? Dann werde ich sie schon anfinden. Hier haben wir auch was. Das ist die Taverne. Dann haben wir hier wieder etwas. Die sind immer so unhöflich. Jetzt haben wir sie gefunden. Da ist ja, die sind da. Also, kann ich noch nicht. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ich schau nur mal, ob was geht. Ob vielleicht was gehen täte tun. Tut. Aber wahrscheinlich eh nicht. Wir sind halt für alles zu schlecht. Gerissenheit. Zahle weniger für deine Verbrechen. Aha, auch nicht schlecht. Na, da geht gar nichts. Aber wir wollten ja eigentlich was kaufen. Also gib her. Ich will Handel. Gut. Sieh dich nur um. Hoffentlich hat sie solche Tränke. Oh wohl, kleiner Heiltrank. Ich würde sagen, dann nehmen wir gleich alles, oder? Ja, das zahlt sie aus. Das können wir ohne mit der Wimper zu zucken machen. Waffentechnisch. Super, ein Schaden mehr. Großartig. Ein Beil. Okay, das ist dasselbe wie die Axt, ne? So ziemlich. Okay, dann lassen wir das Handel abschließen. Ja, bitte. So, wir müssen zurück zu diesem Geralt. Das machen wir noch schnell. Ich hoffe, das geht sich aus in dem Part, damit wir wenigstens irgendwas geschafft haben. Also, her von und zu Geralt. Das war hier. Ich glaube, das kann man schaffen, ohne dass wir... eine Karte brauchen. Vergiss es. Ich kann, also ohne dass wir die Quest anzeigen müssen, wollte ich sagen. Spurlos verschwunden. Genau. Ein besonderes Stück. Setzling im Wald. War das das? Na. Nanu? Achso, wenn wir das geschafft hatten schon, oder was? Kreaturen. Achso, die Raptoren haben wir auch noch nicht gemacht. Alter Schwede. Na super. Da haben wir noch einiges zu machen. Sehe ich gerade. Ist wurscht. Ich laufe jetzt einfach mal ungefähr in die Richtung. Ich glaube, das war da drüben. Jetzt muss ich halt eben auf die Karte schauen. Aber mir kommt vor, es war in die Richtung. Irgendwie. Hui. Ja, da drüben. Sehen wir schon, ne? Diesen alten Satelliten.
Ich mache jetzt wieder ein bisschen Überlänge, tut mir sehr leid. Das kommt immer davon, weil ich so blöd in der Gegend rumschaue. Und du, die Schakale habe ich jetzt fast vergessen. Das bin typisch ich. Typisch. So. So. Geil, sind wir da. Und dann können wir auch den Part beenden. Und dann suchen wir uns einfach eine neue Quest. So, hau ruck. Geralt, wo du stecken? Geralt, da ist er. Halt, stopp, stillgestanden. Freund, warte. Ich habe hier ein paar Heiltränke für dich. Ich habe hier ein paar Heiltränke. Respekt. Manch einer hätte meine Situation ausgenutzt. Und du teilst, was du hast. Hier, ich schulde dir eh etwas. Wow, danke. Super, das haben wir auch geschafft. Anleitung. Dürfen wir das echt nehmen? Oh, großer Mana-Trank erhalten. Rezept Knochenmarkbrühe. Mahlzeit. Öllampe. Speer. Mana. Zahnaxt 1. Okay. Eine Truhe. Ich hoffe, das sieht mich jetzt nicht. Das war wohl nichts. So, was ist der Dietrich auch abgebrochen, ne? Gratuliere. Ja, das stimmt schon mal. Na, das stimmt überhaupt nicht. War nicht so grob. So, vielleicht. Jetzt da und jetzt da. Na, haben wir schon. Geht ja. Zu einfach. Ja, ja, genau. Ich wollte jetzt eigentlich nur die Dings abgeben, ne? Fledererhose, die sich nichts bringt. Trockenfleisch, sanftes Klopapier und Zigaretten. Nehmen wir alles mit. Gut. Klopapier und Mana nehmen wir auch mit. Und dann können wir hier... Weißt du was? Das nehmen wir noch. Das haben wir noch fertig ein. So. Amulett des Wilderers. Aha. Ja. Und würde sagen, wir legen uns schlafen und beenden den Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr die Überlänge erduldet. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!